wie auch die politischen und medialen Widerstand. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an euch alle. Ihr seid die Hauptbewegung, um die es geht. Vielen Dank. Des Weiteren habe ich schon dargelegt, es geht in die, der Hauptzweck unserer Bewegung ist der, oder der heutigen Versammlung ist der, den Opfern, Hinterbliebenen, den seelisch Vernachteten eine Stimme zu geben und sie nicht zu vergessen, ihnen aufrichtig zu gedenken und auch im zweiten Schritt selbstverständlich auch die Verantwortlichen zu benennen. Denn all diese Dinge, die passiert sind, diese 100 Meter lange Leinen von Opfern, von Einzelfällen, die hätten viele von denen hätten verhindert werden können. Und eine politische und gesellschaftliche Verantwortlichkeit bringt die Regierung seit 2015 spätestens und auch viele, vor allen Dingen Mainstream- und linkslastige Instanzen in der Gesellschaft, die diese Bedingungen geschaffen haben und die Pfade zu solchen Verwerfungen geebnet haben. Und an der Stelle möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass es nicht bedeutungslos ist, dass wir hier stehen und dass wir uns auch daran erinnern, dass wir den Opfern zur Seite stehen und Schulter an Schulter gegen diese fatale Politik Stellung beziehen und auch Position zeigen und uns auch nicht mundtot machen lassen. Auch wenn es manchmal schwierige Zeiten gibt in dieser Phase, aber seid euch gewiss, wir sind vielleicht nicht mehr, aber wir sind viele und solange es noch einige gibt, die das ethisch in sich fühlen, dass es das Richtige ist, was sie machen und sich in ihrem Gewissen verpflichtet fühlen, werde ich auch in der Öffentlichkeit stehen und für euch eine Stimme sein und diese Bewegung unterstützen. Also vielen Dank an euch alle nochmal.